Hallo Leute, hallo von André Unger. Ich habe über Trading in Feuertage schon gesprochen. Es gab aber Fragen über die Setups, die wirklich in den Feuertagen funktionieren. Und dann will ich Ihnen zeigen, wie das eigentlich geht in den unterschiedlichen Märkten. Also auch DAX wird dabei sein. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie. Abonnieren Sie meinen Kanal, sonst schließen wir alles hier. Ich gehe auch in Urlaub, wo ich Geld verdienen kann, wie man hier zeigt. Bleibt dran. Also Leute, hier ist die Plattform und das ist das System. Hauptregel ist diese da. Keine Angst, das erkläre ich jetzt sofort, wie es aussieht. Hier ist das Setup, das ist nicht mein Setup, also kommt von anderen Leuten und das sagt Enddays, Ende Tage vor dem Schluss des Monats muss man long einsteigen. Wo? Nächsten Tag, in der Früh. Dann gibt es hier andere Bedingungen, die sind im Moment nicht so wichtig, aber die erkläre ich hier. My Month 0, wenn es 0 ist als Input, dann kalkuliert das System alle Monate. Okay. Sonst können wir ein Monatsspezifisch eingeben und das System kalkuliert nur, was in dem Monat passiert. Hier, My Average, gibt es die Möglichkeit, wenn es 0 ist, passiert nichts, sonst mit einem Moving Average auch zu filtern. Das heißt, nur wenn die Close über die Moving Average von 200 zum Beispiel ist, dann kaufen wir das Input hier, My Average. Das ist unser System. Als Standard Inputs ist N-Days ist 2, das heißt, wir steigen ein am Tag vor dem Urlaub. Wenn noch 2 Tage fehlen, kaufe morgen, also morgen in der Früh, letzter Tag, kaufen wir unser System kauft und kaufen wir im Markt. Und das ist die Einstiegsregel. Als Exit haben wir erstmal eine Time Exit, My Bars in Trade als Input nach N Tagen. Oder, Moment mal, das sind als Erfolg stellen wir 5, eine Woche, eine Arbeitswoche, okay? Oder sonst gibt es ein ATR-Stop. Das heißt, wir nehmen das Average Range von 10 Tagen und multiplizieren wir per diese Input ATR-Stop. Oder für Take Profit, ATR Take Profit. Okay? So einfach ist es. Also, diese ATR Stop und Profit nehmen wir am Anfang mal 1 und 3, also 3 zu 1 als Default Setup für unser Test. Das ist also das System. Ganz einfach. Und wir testen das sofort mit diesem Standard-Input auf dem Mini S&P 500. Hier sieht man Gewinne, okay. Diese Equity-Line sieht wohl gut aus, also nicht besonders, aber es funktioniert. Es funktioniert. Wenn wir aber hier die einzelnen Monate sehen, wo es Gewinne gibt, hier und hier, sieht man, dass in der Praxis funktioniert das System per Weihnachten und in Ostern. Das können wir aber besser sehen. Mit dieser Input-Geschichte, die ich erklärt habe, optimieren wir zwischen 0 und 12. 0 ist alle Monate, okay, das wussten wir schon. Und dann sieht man, wie die Gewinne im Dezember hier und in April, März, April oder so und auch in Mai etwas. Aber April ist Ostern, vermutlich. Und Dezember ist natürlich Weihnachten. Also die andere Fälle bringen nichts. In der anderen Urlaubstage, die hier zur Verfügung stehen, bringt die Geschichte nicht besonders. In Ostern mit 87%, sorry, das ist der Kelly, mit 90% Treffquote ist das System auf dem Mini S&P 500 sicher sehr gut. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Diese 91 fast Prozent Treffquote. Und hier sogar noch, ich weiß nicht, was im Juni passiert, es hat eine Treffquote von 100%, aber es gibt so wenige Trades, also das wird sicher ein Sonderfall sein. Okay, wie gesagt, das
Am nächsten könnten wir mal testen, was wäre, wenn wir sofort aussteigen und nicht 5 Tage in Position bleiben. In dem Fall, Chart hier, sieht man, wie Ostern immer noch das Beste ist. Aber es gibt auch etwas anderes, langsam. Kleinigkeiten, aber es bringt etwas mehr. Das heißt, in den nicht so wichtigen Urlaubstagen kann man das auch handeln, aber man muss früher aussteigen. Aber die Equity Line hier ist sicher nicht sauber. Das sehen Sie. Also ich wäre nicht so begeistert mit so einer Equity Linie. Sicher nicht. Man könnte aber denken, dass wir das filtern können. Und das zeige ich mit der Moving Average, da ich das auch benutzt hatte. Ohne Filter gewinnt man mehr, aber mit dem 50-Tage-Filter ist gut. Aber sonst ist es Gegend von 200, 190, 200 oder so, bringt auch etwas Interessantes, sagen wir. Aber nehmen wir mal das 50 nur hier. Sorry, 50 ist eine Spitze, sehen Sie. Und wir können das aber am besten per nicht Net Profit, sondern Drawdown sehen. Und hier sieht man, dass das größte Drawdown ist am Anfang. Aber dann ist es normalerweise ziemlich, mit dem Filter geht es wesentlich besser. Sieht man? Wir müssen aber wieder Net Profit hier nutzen. Okay, also dieser Filter könnte man nutzen, wenn man ein niedrigeren Drawdown haben will. Sonst bringt die Geschichte nichts Besonderes. Nehmen wir wieder die Standard Inputs. Hier, okay. Und jetzt haben wir andere Märkte hier. Da ist DAX Future. Und das sieht ganz gut aus. Sehr schöne Equity Line, sehen Sie. Und fast 150.000 Euro Gewinn. Mit 51% Treffquote. Also DAX ist sicher sehr, sehr nett, sagen wir. Schauen wir mal tiefer rein und mit den einzelnen Monaten Gewinne. Hier auch, sehen Sie, Ostern und Weihnachten, Dezember. Das sind die Monate, wo das System am besten verdient. Also diese 150.000 Euro kommen fast alle von Ostern und Weihnachtsfest. Das ist wichtig zu wissen. Sehr wichtig. Hier bin ich auch neugierig und ich will auch mal testen. Das war diese Einheit Tage, sagen wir. Das ist eine Katastrophe. Das haben Sie gesehen. Das ist im Oktober, okay, im 2. Oktober. Aber wenn man sofort aussteigt, kommen die Gewinne. Es ist nichts Besonderes. Okay, aber wir hatten erstmal 10.000 Euro verloren, jetzt gewinnt man über 6.000 Euro. Also, auch in dem Fall haben wir die Bestätigung, dass bei den nicht so wichtigen Urlaubfesten, wenn man sofort aussteigt, dann kann man trotzdem dieses Setup nutzen, wie bei Mini-SMP. Hier, bei der Einheit von Deutschland, war es genauso. Jetzt, Leute, gehen wir weiter und gehen wir nach Italien, wo ich wohne. Moment, meine Inputs müssen natürlich die Standard sein, okay. Italien verdient auch. Es ist nicht so schön wie DAX Future, aber auch Italien funktioniert ziemlich gut. Schauen wir wie üblich die unterschiedlichen Monate an und sehen wir sofort den Chart. Ostern, Weihnachten, wie immer. Und hier in August, das ist ein wichtiger Feiertag am 15. August, das funktioniert nicht so gut, das sehen Sie. Aber ich will hier auch mal versuchen, wie es aussieht. Das ist nur August, schlecht, nirgendwo. Aber will ich auch sehen, was passieren würde mit einem schnellen Trade, wo man am ersten Tag nach dem Urlaub aussteigt. Oh, wieder Gewinne. Und sogar noch eine schöne Equity Line. Auch nochmal hier die Bestätigung. Ostern und Weihnachten sind wichtig, besser in Position zu bleiben. In andere Fälle, wo die Urlaubstage nicht so wichtig sind, deutlich wichtig sind,
dann kann man das Setup trotzdem handeln, aber mit schneller Aufstieg. Hier gibt es ein Tag im August, was ich nicht weiß, sonst ist das am 15. August fest. Ferragosto in Italien. Gut, nehmen wir Monat raus, wieder 5 Tage als Standard-Input und kontrollieren die andere Märkte. Hang Seng, Hongkong zum Beispiel. Okay? Hongkong gibt hier eine schlechte Equity-Linie. Und Sie sehen, wie in den letzten Jahren das gar nicht mehr funktioniert hat. Wir können das auch auf dem Future testen, aber das war das Index, hier ist Future. In der Praxis ist es genauso, also nicht genauso in Zahlen, aber genauso als Ausgabe. Das ist schlecht. Schlecht. Hier ist Nikkei. Nikkei in Japan, das funktioniert. Nicht sauber, aber gut. Es ist gut. Dann können wir noch mal weiter wegfahren, fliegen wir nach Australien und in Australien funktioniert die Geschichte auch nicht ausgezeichnet, aber gut, es bringt und zeigt Gewinne. Also die Urlaubstage sind überall gar nicht schlecht. Wir können das auf unterschiedliche Märkte testen, mit CFDs handeln oder direkt auf den Futures, wenn wir über Futures. Das ist ein Trade hier auf den DAX, sind die Beispiele. Jetzt die Frage ist, lohnt es sich eigentlich, sowas zu tun oder lohnt es sich nicht? Das Problem, sehen wir so DAX Future, was uns besonders gefällt, diese 150.000 Euro Gewinn und diese schöne Equity Line. Das Problem ist, wir arbeiten meistens bei Ostern, okay, aber auch bei Weihnachten. Und die Tage bei Weihnachten sind natürlich Tage, wo die Börse zu ist. Das heißt, wir steigen vor dem Urlaub ein und wir bleiben im Markt, wenn alles zu ist. Risiko ist in dem Fall sehr hoch, sehr groß. Wenn etwas passiert, was wir nicht beeinflussen können, können wir auch gar nichts tun, damit wir uns schützen können gegen eine Katastrophe, wenn die Märkte wieder offen werden. Also, schön ist es. Ich persönlich würde das aber nicht handeln. Nur weil ich in der Meinung bin, dass es ein zu hohes Risiko bringt zu den doch noch schönen Gewinnen, die wir hier sehen mit 150.000 Euro. So Leute, also es gibt wenige Urlaubstage am Jahr, aber wenn wir nur daran arbeiten, können wir etwas verdienen. So einfach ist es nicht, wie erklärt, aber in jedem Fall, es ist immer wichtig zu wissen, wie die Sachen funktionieren und wenn Sie dranbleiben, in den nächsten Ausgaben werden Sie noch anderes erfahren und vielleicht können Sie gute Ideen finden, damit Sie auch erfolgreich handeln können in der Zukunft oder auch schon ab sofort. Danke Leute, abonnieren Sie meinen Kanal, wenn es interessant war, bleiben Sie dran, wir treffen uns nochmal nächstes Mal. Ciao von André Unger.